6.000 Euro? Ja. Digga, wer zahlt 6.000? Simon Desu zahlt 6.000 Euro für ein Hoodie. Yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist der hässlichste Mensch der Welt, Kilian, mal wieder back am Start, meine Freunde. Kilian, du bist ja auch nur 3 Stunden zu spät gekommen. Mad Respect auf jeden Fall an dich. Kannst du dir knicken? Leute, wir machen heute mal wieder ein wie viel Euro sein Outfit wert React und wir haben hier eine Version gefunden, meine Freunde, mit Simon Desu. Leute, das Originalvideo hat schon 500.000 Aufrufe. Das heißt, wir multiplizieren das mal 3. Kilian, wie viel ist das? Genau 1,5 Millionen für mich auf Kilians Nacken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Los geht's. Und vorweg, Mahan, Bruder, es tut uns leid. Das nächste Mal bist du wieder am Start. Heute muss Leon leider herhalten, aber es ist okay, weißt du? Ist der Wert, also gefühlt bei 6.000 Euro. Ja. Also jetzt gefühlt. Mach mal ein bisschen auf, zeig mal ein bisschen so in die Kamera. Ein Off-White-Gürtel, Leute. Das ist ein Cartier-Armband. Cartier-Armband. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann hier irgendwo aufgeschnitten werde. Das ist ein Cartier-Armband. Wie viel? 6.500. Boah, ciao. Das wird das heftigste Video. Leon, Alter. Leon, Digga. So, Nico, wir wollen jetzt auf jeden Fall mal dein Outfit abchecken. Ja, modebewusste Nico Cardo. Das ist übrigens Supreme Drop, dritter Drop gewesen. Ganz kurz, ich muss kurz erklären, was es gekostet hat. Es war im Retail, habe ich es gekauft, glaube ich. Aber was ist das? Sheep? Sheep. Das ist von Supreme. Echt? Ja. Kennst du es nicht? Nee. For real, though. Also, es ist halt limitiert gewesen. Es ist jetzt irgendwie 200 Stück nur, gab es davon. Es kostet jetzt ungefähr 8.000 Euro, Leute. Alles klar, Digga. Mir gefallen die mit der Biene nicht so, muss ich sagen. Ich finde immer noch, dass es wirklich, mit dem Alter, für das Cash, das ist so ein... Dem Löwen, dem Tiger. Hässlicher Schuh. Digga, was ist das für ein Typ, Alter? Tiger, ja. Er hat richtig Ahnung. Ja, hallo, ich bin der Lion, Löwe, deswegen bin ich auch Löwe. Ja, get it, okay. Ja, ich, die sind eigentlich ja ganz cool. Was ist für ein Typ? No front gegen ihn, aber... Die Schlange hinten, kann man das sehen, ja. Löst sich wie Sau. Das ist Wasserschlange. Ja, das ist Wasserschlange. Da hab ich doch Ahnung. Löst sich wie Sau. Was lernen wir da raus, Alter? Das ist auch nicht besser wie... Digga, was ist Wasserschlange, Alter? Welcher Mensch sieht diese Schlange und denkt sich so, Bro, daraus nehme ich einen Schuh. Ja, auf jeden Fall. Was zum Teufel, Digga? Das ist ja so, als würdest du einfach einen Maulwurf ausbuddeln und sagen, Digga, ich zieh mir den jetzt über den Kopf. Was ist das, Mann? Sag du, Wasserschlange, Junge. Sag mal, pick dir doch sauber oder was? Wasserschlange, ihr Affen, Alter. Nein, nein, nein. Das Ja, okay. Ja, weiß ich nicht, 20, 25? Ja, Hose natürlich wieder günstig. Das ist so der Klassiker bei dem Format. Ich hab tatsächlich nur eine Hose von Zara. Echt jetzt? Ja. Also die Skinny Jeans sind bei Zara, finde ich, nicht so geil wie bei Nee, aber also ich trage die auch. Also ich finde die von Schal, den er an, das finde ich überhaupt nicht geil, ne? Digga, was ist das? Ist das der Moncler-Schal? Schaut 1:1 aus wie so ein Fußball-Fanschal, Digga. Weißt du? Sieht aus wie Gladbach. Ja, so Gladbach-Fanschal, Digga. Ja, genau, genau. Hier Flecken drauf, fetter Typ, der das anhat. Perfekt. Also ich. No front gegen die Gladbach-Fans an meiner Stelle. Aber steht er mir so? Ja, ist in Ordnung. Macht halt Assi, ne? Ist sich jetzt Assi aus. Er trägt einen. Stopp. Er trägt einen Gucci-Gürtel. Er sagt, ein Gucci-Gürtel macht Assi. Aber er trägt Gucci-Schuhe, wo du aus 5 Kilometern Entfernung erkennst, dass sie von Gucci sind. Er roastet ihn einfach, Digga. Stell dir vor, du fragst so, was dein Outfit wird. Der Typ fragt dich halt die Fresse, was dein Outfit wird. Ausweil ich den Tag. Bisschen? No hate, ich mag Black Lion. Leon, no hate. Leon. Was hast du unter der Jacke? Zeig mal, ja. So, jetzt gibt's Explosion. Pass auf. Zeig mal. Mach mal ein bisschen auf, zeig mal ein bisschen so in die Kamera. Alter. Okay, ich muss sagen, er sieht cool aus. Ich finde, er sieht gut aus. Aber das hier stört mich. Ich finde die Schriftart hier so ganz cool, weißt du? Das findest du, findest du das Outfit Nein. gut? Nein. Kann man ihn so sehen? Ja, Gucci. Das ist Thumbnail, ja. Aber warte mal ganz kurz, Gucci. Das ist Thumbnail. Das sieht aus. Junge, der Typ ist mir echt. Ich weiß nicht, ob ich den feiern soll oder bei unserem Partner. Was kostet der im Retail? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Ich glaube 1000 Glatz. 1000? Was? Ich weiß es nicht. Jetzt kommen die ganzen Klugscheißer. Ich glaube 1000? Um die 1000 bestimmt. Es war sehr teuer. Ja, okay. Aber jetzt flext er noch mit seinem Cartier-Armband. Ich würde auch nie wieder fair, ne? Ich weiß nicht, ist geklaut. Also nicht aus dem Laden geklaut. Nico, jetzt hast du hier. Ja, was nein. An Zara Management? Zara, ich habe diese Jacke nicht aus dem Laden geklaut. Ich schwöre es. Ah, hat jemand verkauft, der sie geklaut hat? Ja, so ähnlich. Ne? Ja, okay. Okay, dann schau mal. Ich finde, der Moncler, zeig mal ein bisschen, wo kann man das sehen hier? Warte, der hat eine ziemlich coole... Das ist überhaupt kein Angriff gegen ihn oder so? Oder dass es irgendwie so heißt, yo, ich mag ihn nicht, weil er so Klamotten trägt, aber er ist so die Person, die das verkörpert, dieses Format einfach. Weißt du, wie ich meine? So, das sind die Menschen. Zwei Louis-Armbänder. 180 das Stück. 180 so ein bisschen Plastik, ne? PVC. Krass. Hältst du mal jetzt die Klappe? Okay. Junge, was geht denn mit dem? Oh nee, das war mein Gekostband. Das ist ein Cartier-Armband. Cartier-Armband. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann hier irgendwo aufgeschlitzt werde, wenn man das sehen 6.000 kann. 6.000 Euro, ne? Ein bisschen mehr sogar. Wie viel? 6.500. 6.500. Mann, Nico, du. Das habe ich ohne Spaß, Alter. So unsympathisch. Sorry, Mann, ich kann ihn mir nicht mehr geben. Ah, er hat sogar sein Instagram. Ja, gut, lassen wir das einfach. Ciao.
Hose ist. Ja, Urban Outfitters. Digga, was ist das für eine Jacke? 50. Was für eine Jacke? Ich glaub's The North Face. Ja. Die ist gar nicht so hässlich, finde ich. Ja, ich meine, ich finde so, das ist halt so, ich finde so auffällige Farben, so wie diese samtrote Jacke, die ich habe, oder sowas Goldenes, es ist halt schon so ein bisschen prollig, aber sticht halt so ein bisschen raus. Aber ich finde es dann Style cool, auch mit dem Gürtel. Ja, es matcht so. Gut, die Tasche hätte ich mir jetzt halt gelassen, nicht rausgelassen. So, aber Jacke und Hoodie kann ich fühlen. Schau mal, was die einzelnen Teile kosten. Okay, für eine Hose? Hose ist, ja, Urban Outfitters, ja, 50 Euro oder so. 50 ja, Euro? 50er. Okay, fresh. Ein Off-White-Gürtel, Leute. 150. Wo hast du den her? Aus dem Internet bestellt von Off-White. Von der Seite. Bestellt. Ja. Den gibt's ja jetzt nicht mehr, ne? Ne, ich habe den vorbestellt im Dezember und dann kam der. Überleg mal für einen Gürtel, Alter. 150 für einen Gürtel. Für einen Gürtel ist schon geisteskrank, oder? Also so ein guter Ledergürtel, selbst wenn du. Meiner ist von H&M und kostet 20 Euro und ich habe den schon seit 4 Jahren ohne Scheiß. Ja, aber der weitet sich auch immer, weil du immer fetter wirst, Alter. So ein bisschen. Schnalle ist hier an der Seite. Ah, hier so eine ganz Bauarbeiter-Schnalle. Ja, also ich finde das aber geil. Ja. Ich finde das geil gemacht. So. Svensson. Svensson? Ja. Ich sag dazu mal ein Zwanni. Zwacken oder geht auch? Zwacken, woher kommst du? Aus Eckernförde. Eckernförde. Ja. Schleswig-Holstein, ne? Genau. Da sagen die immer ein Svensson. Svensson von Pudi. Ja. Der nice. Bauchtasche? Bauchtasche von Kleptomanics. Das Skater oder was? Ja, Skater, Skatermarke. Aber Kleptomanics wird trotzdem mal ein bisschen höher, ne? Ja. 30 Euro. Nee, gar nicht. Ja, Off-White. Cool. Ja, das ist einfach nur so ein Schild, das dabei war bei dem Gürtel. Supreme, Nix, genau. North Face. Okay, Supreme. Nee, ist nicht. Ist es nicht. Ohne Supreme. Einfach nur North Face. 250. Okay, schon teuer, aber eine gute Daunenjacke kostet halt so viel. Eine gute Jacke kostet so viel und wir beide hätten jetzt auf den ersten Blick gedacht, dass die Jacke viel teurer ist. Ja, also ich hätte es, weißt du? Das Ding ist, Leute, ich kenne halt die Marke so ein bisschen. Ich habe auch Sachen von denen, die sind nicht schlecht, die Sachen. Die haben eine gute Qualität so. Klar, ne? Also North Face das ist vergleichbar mit Jack Wolfskin etc. Warte mal, kurzes Fazit zu dem Boy. Das finde ich bei ihm, erstes Mal ist mega sympathisch und er gibt nicht viel Kohle aus. Schau mal, die Hose, diese Cargo-Hose. Also nochmal, was ich mir gespart hätte, wäre den Gürtel. Selbst die Supreme-Mütze hätte ich gesagt, yo, kannst du machen, kosten 50er vielleicht für eine Mütze. Ja, so schon 80. Teuer. Ah, okay, da hört schon wieder auf, finde ich. Nein, aber ja, aber ich weiß, was du meinst. Gürtel hätte ich mir nicht geholt, aber sonst sage ich. Aber schaut trotzdem fresh aus, sympathischer Boy. Es ist warm, Digga. Warum nicht, Mann? Warum nicht? Cooler Typ. Jetzt kommt dein Homie. Jo, mein Name ist Peter. Hey, er lügt. Er heißt ja gar nicht Peter. Warte mal. Peter! Ja? Simon Destro hat gesagt, er ist Peter. Und jetzt sagt er auch noch einfach Peter. Ja, genau. Achso, ja gut, okay. Ja. Hat er gesagt, oder? Warte. Peter, ja. Hi. Okay, Peter, du hast einen Einfach-Peter. Er hat einen Einfach-Peter. Heißt du Einfach-Peter oder nur Peter? Nee. Heißt du einfach Peter oder nur Peter? Peter, komm mal ganz das her. Komm mal kurz ins Bild. Digga, komm mal. Schau mal. Ich habe das Video auch letztes Mal abgespeichert, tatsächlich, weil ich es auch schon gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob ich eine Anzeige raushauen soll. Wegen einfach Peter? Ja. Was sagst du zu seinem Outfit? Zu ihm hier. Von wem? Zu dem Typen. Ja, top, Digga, sieht aus wie ich, ne? Ein Bäuchlein. Wie du, wenn du es so weiter isst, der Junge, Alter, ohne Spaß, heute Frühstück direkt Pizza gegönnt. Zwei Stückchen. Ehrenmann. Ja. Okay, also ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, kannst wieder gehen. Ciao, ciao. Ja, mach's gut. Nur Peter, eigentlich Patrick. Aber ich Peter ist halt so mein. Boah, Junge, Simon, halt die Sachen her. Selbstverständlich, also. Okay. Hose. Das muss ich sagen, ich freue mich jetzt mal dein Video zu sein, so wie viel ist dein Outfit wert. Ich habe die ganzen Videos auch immer gesehen, ist ja auch YouTube voll, deswegen ist erstmal geil. Okay, komm mal zurück zu meinem Outfit, pass auf. Okay. Hose, Simon, Digga. Kann ich mich echt nicht dran erinnern, kann aber nicht so teuer sein, ich glaube 20, 25 Euro. 20 Euro? Ehrenmann, kann man sich gönnen, ja, 20 Euro die Hose. So, Leute, nochmal, ich finde eine gute Hose, die kann anfangen bei 20 Euro. Und es gibt Hosen, die liegen drüber, so keine Ahnung, G-Star Replay, bla bla, aber das braucht man nicht, weil, keine Ahnung, Jack and Jones ist jetzt vielleicht nicht die Fashion-Marke, ist vielleicht hin, aber Weekday oder sowas. Aber oder bei einer Outfit, Hose, also, du siehst es nicht, du siehst Alter, es halt nicht, also so. Merkt euch das bitte immer, kauft niemals eine teure Hose, wirklich nicht. Ist so. Es gibt Leute, die kaufen Strelzenhosen und sowas, warum? Ja. So, bei Anzughosen ist es vielleicht was anderes, da kann ich irgendwo, aber... Ja, aber die hast du ja auch länger, ja, weißt du, genau. Ich meine. Woher? Ja, das ist eine gute Schuhe, bin ich jetzt gespannt. Irgendwie, weiß ich nicht, ist alt. Wie heißt das nochmal hier vorne? Sag mal schnell, der Laden da. Hier, Ditt. Nee, da ist noch einer, warte, wie heißt der? Nee, der andere, du weißt schon. Ach, sag mal schnell. Ey, wer ist der Kusse hier? Du nicht. Nein, Quatsch. Schuhe, das ist Fake von diesen Yeezys. Ja. Also, Yeezys war mir zu teuer, habe ich mir so Puma-Imitate gekauft. Okay. Au! Oh, Dana, weißt du, was für Schuhe sind? Ah, das sind die du trägst, oder was? Das sind die nur in einer anderen Farbe, Bro. Und die sind krank, bequem und wirklich nice. Ich weiß nicht, was die kosten. Ich habe mir mit denen eine Kampagne auf Instagram gemacht. Okay. Aber, das sind fresh. War cool, so fresh. War cool. Ich denke aber mal nicht, also ganz echt Puma. Vielleicht ich denke mal, ja, so. So 100. Ja, um den Dreh. Also ich glaube, teurer wird's nicht, Leute. Ja. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, 100 Euro, 150. Ja, wo hast du die her?
Footlocker. 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 Ja. Okay, Führerschein, Gürtel. Gürtel habe ich keinen. Kein Gürtel. Nee, weil Gürtel sind so teuer. Ich habe gesehen, Gucci, Louis, so kostet 300-400 Euro. Ja, ist nicht so meins, deswegen habe ich keinen Gürtel. Dein Reißverschluss ist offen. Ja, das ist mein Standard, weil die Hose kaputt ist. Ja? Weißt du, das ist wirklich so. Die geht immer auf und alle gucken dann immer die gucken dann schnell aus, ne? Und gucken auf meine Hose. Ich denke, er hat ihm das Video über 10 Minuten gestreckt. Er weiß ganz genau, er kennt den Grind. Der hat gesagt, Bruder, komm, wir reden noch ein bisschen so. Bruder, schick, erzähl uns. Aber ich finde es bei Simon Sauce Party, nimmt dich krank Zeit, so weißt du, er macht das alles. Das hatten wir auch bei Unge, bei Unge schon. Jacke habe ich geschickt bekommen, gesponsert. Ja. Von wem? Also, das ist eine gute Frage. Irgendwie im Internet jemand gesagt, ey, kann ich ein paar Sachen so schicken? Ich habe gesagt, ja klar, gerne. Das ist Wellenstein-Jacke, kostet glaube ich 300 Euro. Wellenstein, Wellenstein, Digga. Wellenstein ist auch nicht schlecht so. Ja, das sind halt so hochwertige Jacken, die auch ein bisschen... Alteingesessene Outdoor-Marke so ein bisschen so, ne? Die ist so ein bisschen mehr kosten, aber so eine Jacke... Eher sowas wie Stone Island früher war, so Altherrenmarke und so ein Scheiß, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. So, aber kann man machen. Ich bekommen, weil wäre mir echt so viel. Ja. Jetzt kommen wir zu den Besten, ne? OMG. Mein Pullover. YMG. Was heißt das? Young Money Gang. Original Pullover. So. Eigentlich ist er wert, also gefühlt bei 6.000 Euro. Ja. Also jetzt gefühlt. Oha. Also der Marktpreis. Digga, das ist dein Merch. So, ne? Ja, oha. Das ist so, was die Leute halt... Bruder, 6.000 Euro. Digga, 6.000 Euro für ein Hoodie, Alter. Heftig, heftig. Ey, ohne Witz, Digga, wer zahlt 6.000... Simon Desu zahlt 6.000 Euro für ein Hoodie. Ich weiß, dass es ein Merch ist, aber Leute, jetzt kann ich Titel schreiben. Ja, wollte ich, Digga, zu Resale. 6-7 Mille, ja. Kostet aber eigentlich 34,95. OMG-shop.de, kann man ja mal abchecken. Link, Leute, ab. Er macht das schon schlau, Alter. Er macht das schlau, aber macht die irgendwie... Ja, ja. Ich finde, das macht Simon so ultra sympathisch, dass er wirklich so da auch Bock drauf hat, sich da mit den 10 Minuten hinzustellen. Ja, 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 finde ich nice. Oh, Mann, Hammer, ne? Kann das sein? Ach, was, bist du richtig drin? Ja, ja, die auch mal. Ja, keine Ahnung, Leute, ich glaube, da sind wir am Ende, ey, aber 6.000 Euro für ein Hoodie, finde ich schon heftig, oder? Also, nochmal zu dem Typen am Anfang, ganz ehrlich, das sollte euch so gezeigt mal bitte, haben. Bro. Es war so eine Abstufung, schau, Anfang der Überprollo, der sagt, ja, ich rock das und das, der zweite so ein Mittelding und dann kommt Simon wie so ein Penner um die Ecke mit so richtig nicem Outfit, coole Klamotten, nicht zu teuer, nice, Alter. Das, ja, wie ein Penner, Digga. Ja, aber der zweite Typ heftig, aber der erste Typ, Alter, ohne Spaß. Junge, das ist einfach mein Life-Goal, Alter, ich will auch immer so lächelnd durch die Stadt laufen. Simon. Kuss geht raus an dich, Bro. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall bei Kilian das Video aus. Das ist in der Videobeschreibung. Bei mir kommt heute kein Video, Bruder. Tut mir leid. Leute, dann halt nicht. Schaut trotzdem bei Kilian vorbei. Da kommt morgen ein Video oder sowas. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und schaut auf jeden Fall einfach mal bei Peter vorbei. Oder, Peter? Joho. Super. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.